Ja, moin Marvin! Servus! Was machst du denn hier? Ich warte auf den Bus oder auf bessere Zeiten, je nachdem. Nein, wir machen gerade eine kleine Pause. Wir sind unterwegs, ihr seht es. X ist am Start, Anhänger ist am Start. Heute ist ein großer Tag. Wir verkaufen den Anhänger. Wir verkaufen meinen Anhänger, genau. Nein, wir sind auf dem Weg, ein neues Auto zu kaufen. Und es ist ein sehr, sehr besonderes Auto, beziehungsweise ein sehr besonderer Tag für mich. Denn es ist mal was ganz anderes. Und wenn alles passt, dann steht da gleich ein Auto drauf, von dem ich nicht gedacht hätte, dass da mal so ein Auto drauf steht. Los geht's. Wie war das? Wir kaufen Autos immer am Arsch der Welt. Du. Also ich quasi. Solange die Karre passt, ist alles gut. Ich erzähle euch nachher noch ein bisschen mehr darüber, wie das jetzt dazu kam, dass es vor allem jetzt schon soweit ist, dass dieser Wagen gekauft wird. Wir sind jetzt gleich da. Bin immer nervös beim Autokauf, aber dieses Mal muss ich sagen, es ist schon ein bisschen was anderes. Wir sehen uns gleich, hoffentlich, bei der Probefahrt im eventuell neuen Wagen von der Bigger Rush. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja. Jetzt mal drin, ne? Gemütlich. Also, Digga, rote Gurte, ne? Ich bin so lange schon kein Schalter mehr gefahren, Digga. Guck mal hier, der Shortshifter, film mal da drauf kurz. Zweiter Gang, dritter Gang. So okay. Ist das. Da grinst einer. Digga! Also, wir haben den Klappensportauspuff dran. Ab Werk. Dadurch, dass wir halt den Motor hinten quasi in der Mitte haben und der Auspuff aufhängt ist, wir haben vorne keinen Motor, hörst du halt draußen wahrscheinlich wesentlich mehr wie drinnen. Aber du, wir fahren jetzt einfach nochmal nach kurzen Stücken. Boah, Alter, du musst ihm einfach Drehzahl geben, Digga. Okay, der ist gekauft. Der ist gekauft, meine Freunde. Ach, den müssen wir nehmen, Digga. Ich fühl mich so erwachsen, Alter, das erste Mal so ein Auto zu kaufen, Mann. Ich bin 28. Richtig erwachsen. Scheiße. Voll vernünftig, oder? Richtig vernünftig. Okay, wir zeigen euch gleich die Karre. Ich muss jetzt hier ganz kurz mal, ja, ihr wisst schon. Hi Mom, hi Dad, euer Sohn hier. Wollte nur mal kurz sorry sagen, ich habe schon wieder ein altes Auto gekauft. Ja, es ist wieder nichts Vernünftiges. Aber dieses Mal ist es wenigstens keine Bastelbude. Ja Leute, was soll ich sagen? Da steht da nun ein Porsche 987 Cayman S. Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich so, Marvin, Bigger Rush, what? Lass es mich erklären. Zuallererst mal ein paar Eckdaten. Das ist die erste Baureihe, das heißt Baujahr 2006. Ne? Also Papa gönnt sich hier keinen Neuwagen, das Ding ist geschlagene 16 Jahre alt. Jetzt mal ganz unter uns. Welcher Wagen hat so ein zeitlos schönes Design, dass er nach 16 Jahren so aussieht? Zusätzlich war das nicht nur der wahrscheinlich günstigste Cayman S Deutschlands, sondern auch aktuell der dreckigste. Heute ist irgend so ein Wind-Sand-Sturm-Wetter. Sieht so aus. Gestern war er noch sauber. Auch wenn das Ding schon knapp 16 Jahre alt ist und wie gesagt einer der wohl günstigsten Porsche in Deutschland aktuell war, ist mir bewusst, dass dieser Wagen sowas ganz anderes im Vergleich zu den eigentlichen Autos hier auf dem Channel und von unseren Projekten ist. Ich denke, um euch das richtig zu erklären und um meine Gedanken euch mitteilen zu können, ich nehme euch mal ganz kurz wohin mit. Ich möchte euch was zeigen. Kommt mal mit. Ja Leute, diese Location wird dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt vorkommen. Vielleicht nicht jedem, da es ja doch schon ein paar Jahre her ist, als hier die Anfänge von LB Garage stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz komme ich super gern hier zurück. Nicht nur für die Erinnerung, einfach auch genau für solche Momente. Aber ich will jetzt auch gar nicht so eine lange Ansprache oder so halten. Ich meine, die meisten Menschen in meinem Alter, die einen Cayman S jetzt fahren, die werden euch jetzt versuchen, in irgendwelche dubiosen WhatsApp-Gruppen reinzuholen, um das Mega-Geschäft eures Lebens zu machen. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja!
Das ist nicht meine Idee. Wobei, es gibt noch eine Kleinigkeit für euch später. Ein kleines Gewinnspiel vielleicht. Keine WhatsApp-Gruppe, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber nur ganz kurz, ich möchte euch einfach dieses Bild zeigen, denn ich bin der Meinung, es ist super wichtig. Das versuche ich auch schon seit Tag 1 auf meinem Channel zu vermitteln. Da drin haben wir angefangen. Mit Zero Dinero auf dem Konto. Wirklich gar nichts. Und das, was ich hatte, ist in meine paar hundert Euro Buden geflossen, um von einem TÜV zum nächsten irgendwie das Ding zusammenzupfuschen. Ich habe es gefühlt und ich fühle es nach wie vor. Nicht falsch verstehen. Ich werde jetzt hier keinen Lambo-Tuner, der irgendwelche Twin-Turbo-Lambos auf die Zima stellt. Ich meine, wenn wir realistisch sind, dann kostet dieser 16 Jahre alte Porsche weniger wie jeder Golf 7, der von irgendeinem 19-Jährigen hier an der Aral steht. Trotzdem ist das für mich ein großes Ding und ich möchte euch mit diesem Bild einfach nur etwas vermitteln. Und zwar, was auch wirklich mein Channel eigentlich aufgebaut hat. Er bleibt einfach dran, Leute. Scheißt bitte einfach mal drauf, was andere sagen. Versteckt euch nicht. Ich sag euch das nicht, weil ich irgendein Coach bin, sondern ich sag euch das einfach, weil ich es hier jeden Tag live. Ihr seid immer dabei, seit Jahren. Ich erlebe es live. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Macht das einfach und ich garantiere euch, es funktioniert. Aber jetzt noch mal kurz zum Wagen, denn ihr fragt euch wahrscheinlich nach wie vor so, what the fuck? Was geht in deinem Kopf ab? Wie kommst du von Golf 2 und Käfer zu dem Cayman S? Mein Kopf geht einiges ab zur Zeit und ich versuche das jetzt irgendwie hier verständlich zu erklären. Mein ursprünglicher Plan war, all unsere offenen Projekte, das heißt Pornobands, Haargolf und mein Palina-Bus bis zum Saisonstart fertig zu bauen. Und glaubt mir eins, das ist nach wie vor der Plan. Deswegen nicht erschrecken, es wird nicht am Morgen nur noch Porsche-Content hier geben. Wir machen alle Projekte fertig und dann zum Sommer hin war mein Plan, mal einen älteren Sportwagen umzubauen. Jetzt habe ich zufällig von diesem Porsche erfahren, der all das hat, was ich wollte, eigentlich erst im Sommer, aber jetzt zum Verkauf steht. Was macht Marvin? Er ist unvernünftig, fährt los und holt ihn ab. Und ja, ich hab's angesprochen, das Ding bleibt nicht original. Ich habe von einem Umbau gesprochen. Ich werde euch jetzt nicht den Umbau spoilern, aber wunderschön dreckige Fuchsfelgen, natürlich keine Originale. Ich glaube, das sind Kärcher oder so, 18 Zoll, sind okay, bleiben nicht. Das Ding hat H&R Tieferlegungsfedern, 30 mm. Auf jeden Fall besser wie original, bleibt jedoch nicht so. Ja, ich weiß. Ein neuer Daily im Haus der B-Garage, der im Sommer zum Projekt wird. Und passend dazu habt ihr es vielleicht auch schon im Carporn kurz ein bisschen angeteasert gesehen. Wir sind offiziell der Anti-Daily-Daily-Club. Vorne haben wir ein LB-Logo mit einem Busted Apparel-Schriftzug und hinten über die gesamte Rückenbreite unser neues Anti-Daily-Daily-Club-Logo. LB Garage Lifestyle seit 2015. Reliability ist kleiner als Style. Das heißt, wir geben mehr auf Style als auf Zuverlässigkeit, denn wir fühlen es einfach, umgebaute Autos zu fahren. Ich kann es nicht anders erklären. Es gibt für mich nichts Geileres, als jeden Tag mit einem wunderschönen Auto zu fahren. Und es ist mir dann egal, ob das mein Daily oder mein Projektauto ist. Ich muss es einfach umbauen. Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos und genau das möchte ich mit diesem Shirt aussagen. Mir ist bewusst, dass ich in diesem Cayman S sitze, weil ich die krankest geilste Community im ganz YouTube-Universum habe. Und deswegen versuche ich euch auch dieses Mal wieder etwas zurückzugeben für euren Daily. Jetzt aufgepasst, es wird spannend. Da es sich bei diesem T-Shirt um ein kleines Gewinnspiel auch handelt, wird es eine Vorbestellung geben. Das heißt, ihr habt ab heute 7 Tage lang Zeit, dieses Shirt zu bestellen. Danach schließe ich den Shop, die Shirts werden produziert und 7 bis 8 Wochen später habt ihr das Shirt bei euch daheim. Jeder, der dieses Shirt hier kauft, hat die Möglichkeit, seinen Daily auf unseren Nacken individuell umzubauen. Wie wollen wir das machen? Ganz easy. Jeder, der in den nächsten 7 Tagen dieses Shirt bestellt, hat die Möglichkeit, einer von 5 Leuten zu sein, die ich durch einen Zufallsmechanismus aus meinem Shop dann rausziehe, die sich bewerben können. Ihr müsst keine Bewerbung schreiben, keinen Lebenslauf. Ihr müsst einfach nur sagen, yo, das ist mein Daily und das würde ich gerne umbauen. Sei es ein Luftfahrwerk, sei es ein Gewindefahrwerk, irgendwelche kranken neuen Sommerfelgen. Wichtig ist nur, schreibt eure Bewerbung so, dass im Idealfall die restliche Community dann euren Umbau auswählt. Denn diese 5 Bewerbungen werde ich öffentlich machen und die Community entscheiden lassen, welcher Umbau von LB Garage bezahlt werden soll. Ich denke, das wird eine sehr geile Nummer. Das ist wie mit 36 mal wieder eine Aktion, die du so davor noch nicht in Deutschland gesehen hast. Und deswegen mache ich sowas einfach, um euch zu zeigen, ich habe Bock, euch hier mitzunehmen, denn ihr ermöglicht uns so viel. Ich möchte wenigstens einen Teil von euch auch irgendwas ermöglichen. Was habt ihr euch überlegt für euren Umbau? Jetzt in den Shop gehen. 7 Tage habt ihr die Möglichkeit, dieses Shirt zu bestellen. Viel Glück. Alter, wirklich, gestern sah der noch wie aus dem Ei gepellt aus. Kaum will ich ihn filmen, denkt sich mit der Natur so, Sandsturm. Tja, also waschen und hoffentlich bleibt er sauber, bis ich in der Tiefgarage bin, um den Porn zu drehen.
Ich habe jetzt knapp eine Stunde in Capon hier gedreht. Ich schwitze richtig. Ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist, aber ich wollte unbedingt gute Aufnahmen für euch machen. Ja, hier halt's ein bisschen, deswegen haue ich direkt wieder ab. Es ist praktisch nicht so teuer. Schaut euch das mal ganz kurz an, ey. Also wirklich, ich habe gerade beim Carporn-Drehen schon gedacht, es ist sowas von surreal. Oh, ich will mal Fenster runter machen hier. Das geht ja voll klar. Günstiger Videodreh, würde ich mal sagen. So, hau mal ab. Digga. Ich sag euch, wie es ist. Ich könnte das die ganze Nacht machen. Ey, ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der es einfach liebt, wenn man ein neues Auto hat, in der ersten Nacht, wenn es frisch angemeldet ist, komplett alleine die ganze Nacht einfach rumzufahren. Das ist das, was ich jetzt gerade mache. Ich bin hier komplett alleine in meinem neuen Porsche und fühle einfach gerade jede Sekunde so enorm. Was wollt ihr mehr? Was will man in diesem Moment jetzt gerade mehr? Ich wüsste nichts. Jetzt habe ich doch nochmal ein ruhiges Plätzchen gefunden, um euch ein bisschen was über diesen Wagen zu erzählen. Es ist zwar schon kurz vor Mitternacht, aber ich kann halt Nacht eh nicht pennen, weil ich bin so aufgeregt. Deswegen jetzt nochmal ein paar Infos. Ich habe ja nicht viel gesagt, außer dass es ein 2006er Cayman S ist. Das heißt, er hat noch den 3,4 Liter Motor, Mittelmotor. Das heißt, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz hier quasi sitzt der Motor. Wir können uns das dann auch in den späteren Videos mal, wenn er in der Halle ist, ganz entspannt anschauen. Dann mache ich das auch mal auf, da muss die Abdeckung weg, dann kann ich euch den Motor zeigen. Sauger natürlich, knapp 300 PS. Ist krass, wie der in den Drehzahlen oben kommt. Also wir werden auf jeden Fall nochmal eine Probefahrt machen. Jetzt im Dunkeln und alleine ein bisschen schwierig, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und ansonsten kann ich noch nicht so viel sagen, denn ich fahre ihn gerade heute das erste Mal. Also die Kennzeichen, die sind von heute Morgen, ne? Deswegen ist auch noch diese Kennzeichenmulde zu groß. Bitte lügt mich nicht, das werden wir auf jeden Fall noch ändern. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das Kärcher-Felgen, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Ich habe was eingetragen im Fahrzeugschein. Oh, jetzt bin ich auf meinem... mein Schlüssel drauf. Jetzt ist der Kofferraum aufgegangen. Das ist mein Kofferraum. 18 Zoll Kärcher Felgen im Fuchs-Design. Fühle ich eigentlich schon enorm. Also es ist ein ziemlich geiler Oldschool-Look. Alles in allem finde ich die ganz schick und kann die auf jeden Fall ohne Probleme, bis der Umbau dann im Sommer beginnt, fahren. Ich finde den Look eigentlich echt nice. Bitte entschuldigt den absoluten Saustall. Ich war ja gerade Video drehen und habe da mein ganzes Equipment und so drin. Habe noch ein Brötchen geholt. Aber ja, wir haben hier Sportsitze auf jeden Fall. Von innen sieht der eh noch wie neu aus. Also ich sehe hier null Abnutzung. Es ist relativ sporadisch. Also ich meine, guck mal, ist nicht wirklich viel hier zum Zeigen. Wir haben natürlich Klimaautomatik, wir haben Sitzheizung, 6-Gang-Handschaltung. Das war auch ein Kriterium, ganz, ganz wichtig für mich. Die meisten, die ich gefunden habe in dem Preissegment, sind eben Automaten und das war dieses Mal keine Option. Der Wagen hat eine serienmäßige Klappenauspuffanlage. Das heißt, ich habe vorne einen kleinen Schalter und kann den Auspuff zwischen Klappe auf und Klappe zu steuern. Das heißt, ja, wenn die Klappe offen ist, ist es ein bisschen lauter. Wenn die Klappe zu ist, dann klingt das ziemlich langweilig. Wir werden auf jeden Fall jetzt nicht hier nachts, ich will keinen nerven, einen kleinen Soundcheck machen. Vielleicht auch eine kleine dB-Messung, dass ihr euch auch was vorstellen könnt. Weil auf der Kamera ist es immer sehr schwer abzuschätzen, wie laut oder nicht laut ist er jetzt gerade. Also beim Fahren ist es krass, ab einer gewissen Drehzahl röhrt er echt nicht schlecht. Am Anfang bei der Probefahrt war ich noch so ein bisschen, ja, werden wir auf jeden Fall mal einen lauteren Auspuff verbauen. Im Nachhinein, jetzt so nach einem Tag fahren. Der ist nicht schlecht. Dieser Wagen ist Scheckheft gepflegt. Das war ein Must-Have, als ich nach diesen Autos geschaut habe. Die Dinger waren im Internet alle mehrere tausend Euro teurer, wie der jetzt am Schluss wirklich gekostet hat. Und das ist auch der einzige Grund, warum jetzt dieser Wagen bereits hier bei mir im Besitz ist und nicht erst im Sommer auf die Suche gegangen wird. Denn wäre echt schade gewesen, den zu verpassen und im Sommer dann einen weniger guten, teureren kaufen zu müssen, wenn wir dieses Projekt starten. Schneller Realität geworden, wie ich gedacht habe. 126.000 Kilometer übrigens, dafür steht er echt tipptopp da. Der Lack hat ein paar Macken, das zeige ich euch jetzt, deswegen auch ein bisschen der reduzierte Preis. Er hat einen Klarlackabplatzer hier, seht ihr das? Typisch roter Originallack, auch Porsche ist da nicht besser wie andere Automarken. Hier unten am Schweller ebenso, aber das sind nur zwei, drei kleine Klarlackabplatzer. Ansonsten hat er keine großen Kratzer, keine Beulen, keine Dellen, keine Unfälle. Ich habe das wirklich dieses Mal alles ziemlich gut geprüft, denn es ist das erste Auto, wo ein bisschen mehr wie 1000 Euro kostet. Ich meine, bei so einem Golf 2 für 600 Euro. Mein Gott, wenn da mal ein neuer Kotflügel gekommen ist. Aber hier, das war ein anderer Kauf gewesen und ich denke, ich habe nicht alles falsch gemacht. Zumindest nach dem ersten Tag bin ich noch ziemlich happy. Ausgefahren.
Die anderen Projekte müssen jetzt erst alle finalisiert werden. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Der Saisonstart steht vor der Tür. Bis dahin habe ich hier einen echt schicken Daily. Super ungewohnt, so ein Auto einfach jeden Tag jetzt zu fahren. Zumindest bis wir ihn dann komplett zerrupfen für den Umbau. Ihr wisst Bescheid, Anti-Daily Daily Club. Ich bin Teil davon. Wenn auch ihr ein Teil davon seid, dann schaut jetzt vorbei im Shop. 7 Tage lang ist das neue T-Shirt online. Ich bin auch schon super gespannt, welches Auto dann einen Umbau auf unseren Nacken bekommt. Schreibt mir, wie ihr diesen Wagen umbauen würdet und was ihr generell von dieser ganzen Aktion haltet. Vielleicht seid ihr schon länger dabei, vielleicht seid ihr aber auch erst neu auf dem Channel, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr an Bord seid. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren, denn das hier, ich glaube, ist noch nicht das Ende. Ich bin gespannt, was alles noch passiert und werde das liebend gerne mit euch teilen. Jetzt muss ich aber als allererstes mal ins Bett, denn ich bin hundemüde und deswegen verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao. Chris, was ist da los? Nix. Alles was ist gut. Da denn passiert? Nichts, was ist denn da? Huch! Kann sein, dass du da ein Brett dazwischen gelegt hast, als ich den Porsche gerade abgeladen habe. Ich glaube einfach, der Porsche war einfach zu tief, dass wir Bretter brauchen. Ich glaube nicht, dass also, der Porsche zu tief war. Glaube ich, dass du schon dran bist. Ja, warte!